Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit Theoton Part 2. Ihr seht schon, da hat sich einiges verändert. Das liegt daran, weil ich schon weitergemacht habe mit Aufnehmen. Nur leider hat's irgendwie nicht aufgenommen bei mir. Und das ist irgendwie schon das dritte Mal jetzt, wo ich aufnehme und hoffe jetzt, dass es klappt. Gestern wollte ich eine Folge hochladen, aber dann ging es nicht. Dann habe ich heute schon zweimal versucht und es ging auch wieder nicht. So hoffe ich, dass es dieses Mal mal klappt. Also ich zeige euch hier mal was Neues. Also hier diese Windräder. Wir haben hier jetzt einen Windpark im Wasser. Ich dachte, es wäre schön. Hier haben wir ja unsere Energielieferanten. Hier ist halt unsere Hauptstadt, also die Stadt von uns, besser gesagt das große Dorf. Hier die Landwirtschaft und hier war mal die Industrie. Wir bauen uns jetzt, also, und hier haben wir mal das Wasserkraftwerk, wo das Wasser rausgenommen wird, um Trinkwasser zu machen. Hier ist unsere neue Stadt. Ja, die ist schon relativ gewachsen gerade. Gut zu wissen. Ja, und hier haben wir schon mal neue Busse, Transportmittel. Und hier haben wir unser Stromkraftwerk. Da haben wir eine Mülldeponie. Und hier eine kleine Straße zu den Fabriken. Wir haben ja auch noch ein kleines Dorf, falls. Also es war gedacht, vielleicht braucht es ein Dorf hier, aber doch nicht. Hier war das alte, aber es fing immer an zu brennen. Ich habe es abgerissen. Hier haben wir noch mehr Energie. Eigentlich war das letzte Ziel, wo ich machen wollte, bis zu 2000 Einwohner. Wir haben jetzt einfach die 3000. Und Level Up. Und wir haben natürlich. Und wir haben jetzt übelst gute Sachen gerade. Plus sogar, oh wow. Also damit können wir jetzt mal beginnen. Das kam jetzt unerwartet. Wir haben hier jetzt dichte Wohnsiedlung. 71.000. Ja, das ist sehr teuer. Leider muss mir dafür halt ausgeben. Ein bisschen Geld ausgeben. Dafür kommen schnell mehr Häuser und die wachsen so schnell. Wir haben viel Geld, weil ich hier AFK gefarmt habe. Und ja, das werde ich glaube jetzt bei jeder Folge machen, damit wir, wenn die Folge startet, direkt anfangen können. So, hier auch nochmal sehr viel Geld ausgegeben. Ich würde mal sagen, hier werden wir das gleiche tun. Aber nicht jetzt bei allem. Ich würde mal sagen, hier machen wir das mal dicht. 15.000, nur für so ein kleines Stück. Ja, ihr seht, wie teuer hier die Sachen sind. Wir sind jetzt eine kleine Gemeinde. Sehr schön. Haben hier natürlich neue Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, wie zum Beispiel, wir haben jetzt hier Stromleitungen. Da brauchen wir keine Stromäste mehr, einfach nur, ich platziere hier irgendwo was und ja, es bringt uns Strom. Wir haben, ja, 2500 Einwohner. Ja, kein Problem für uns, gleich haben wir es. Und vorhin ist mir hier ein Feuer ausgebrochen, also hier in der Innenstadt. Es hat mir alles verwüstet. Es war einfach alles am Brennen. Keine Ahnung wieso. Hier sehe ich gerade. Ich muss schnell was nachschauen. Sekunde. Ja, irgendwo muss die Feuerwehr sein.
Nee, die ist gerade nicht da. Aber auf das Bild, wenn ihr auf das Video klickt, habt ihr ja schon gesehen, da war was am Brennen. Daher werde ich mir hier meine Stadt opfern und für euch ein, ja, vorzeigen. Hier brennt uns schon die Häuser. Aber die Population wächst trotzdem. Und das Feuer wurde gelöscht. Tut mir leid, weil das heutige Video so schlecht ist. Ich versuche, die kommenden Videos spannender und besser zu machen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt und die nicht verpassen wollt. Ein Like dauert nur 2 Sekunden, wäre sehr nett von euch. Und schreibt doch gerne mal was in den Kommentaren, wie findet ihr das Projekt oder was für einen Namen soll die Stadt endlich haben, weil die heißt immer noch YouTube-Stadt. Wir wollen natürlich ein neues Land. Und jetzt ist wirklich ein Feuer ausgebrochen. Und zwar hier sogar. Ich beschleunige mal alles. Okay, jetzt wird's schlimmer. Wo ist denn die Feuerwehr? Die ist, glaub ich, schon da, oder? Nein. Nee, jetzt kommt sie, ja. So, gleich sollte es aus sein oder auch nicht. Oh nein, macht es bitte aus, das brennt alles. Naja, deshalb brauchen wir unbedingt noch mehr Feuerwachen. Die löschen das nicht. Nein, es verbrennt alles. Ach komm schon. Wollte doch vorhin nur ein Feuer zeigen und jetzt passiert ein wirkliches. Mann, jetzt wirst du hier die ganze Gegend neu aufbauen. Oh nee, jetzt brennen die großen Häuser schon. Wo ist denn. Ah, endlich. Ja, leider muss man jetzt hier den Müll entsorgen. Das ist natürlich teuer. Aber gleich sollten hier neue Häuser entstehen. Also, ihr wolltet ein Feuer sehen. Da ist gerade ein natürliches entstanden. Nicht von mir, sondern von jemand anderes. Hier unsere Bushaltestelle. Wie die funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Ich mache hier, ja, hier mitziehen. Also, wir haben hier Bushaltestellen gebaut. Wir bauen. Leid. Bauen hier gleich noch mehr an. Also wir können jetzt hier drauf klicken und der Bus fährt dann hier durch. So nach Route sozusagen. Wir haben ja auch noch zwei. Und jetzt bestätigen. Und so kriegen wir hier unten Tickets. Dann können wir noch mehr Upgrades holen. Was das alles bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das bringt einfach nur Zufriedenheit oder so. So kam hier natürlich noch nicht. Da ist doch schon wieder ein Feuer. Was ist denn jetzt hier los? Ich habe euch nur aus Spaß mal gezeigt, was passiert, wenn es brennt. Und jetzt ist das zweite Feuer schon hier. Also das gibt's doch gar nicht. Eigentlich hättet ihr jetzt dramatische Musik gehört, aber ich musste die Musik leider ausschalten. Also von diesem Spiel, weil ich glaube, das hat verursacht, dass ich kein Audio in den Videos hatte. Ja, die Feuerwehr ist zwar da, löscht aber nichts. Das brennt immer weiter. Und die fährt einfach weg. Was ist denn hier jetzt los? So, ich hoffe jetzt, das wird mal gelöscht. Aber ich habe viel mehr Stationen. Und Feuerwehr rufen, ja. Also, ich würde mal sagen, das dritte Feuer von heute. Der Verkehr läuft auch nicht sehr gut. Und daher würde ich mal sagen, ich beende die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, Like, am besten auch noch ein Abo und schaut gerne meinen Discord-Kanal. Also Zerban. Täglich neue Sachen. So, also wir sehen uns zu Part 3. Ciao, ciao!